Heute geht das nicht. Es ist 21 Uhr. Herzlich willkommen bei den Tagesthemen. Und das Tagesthema Nummer 1 steht heute in A-Moll. Thank you.
salad. They're queuing up for salad. They're queuing up for salad. They're queuing up for salad. They never had a country of their own. Okay. Das wird langsam auch aus einer Session zu einem Song, ne? Ja. Ein bisschen mehr Text. Um was geht's da? Ja, hast du mir schon mal erklärt, ne? Das ist eine lange Geschichte. Es geht eigentlich darum, wie Tom Waits in der David Letterman Show vor 3, 4, 5 Jahren irgendwann sich über die Hipster in New York lustig macht. Ist doch eigentlich der älteste Hipster. Er ist der älteste lebende Hipster, den ich kenne. Echt? Ja, ich glaube, gerade für ältere Hipster ist das schwierig, damit klarzukommen, wenn sich der Hipster-Planet weiterdreht. Ist vermutlich auch eine Weiterentwicklung, auch, dass sie sich da ein bisschen anders verhalten. Ich weiß nicht, man kann natürlich schon sich darüber lustig machen, wenn Leute heute eine Schlange bilden, um 2, 3 Häuserblocks, um für Salat anzustehen. Früher haben die für Konzerttickets angestanden oder so. Aber Tom Waits meint, jetzt stehen die halt für Salat an und der Salat wird mit dem Hubschrauber eingeflogen. Biosalat. Ja, genau. Biosalat. Und der wird dann direkt so in Care-Paketen in die Hipsterviertel reingebombt. Übrigens, habt ihr das schon gehört, im Hipster-Ranking? Nö. Ich glaube, Franco möchte nicht, dass ich das erzähle. Doch, erzähl, mach. Es gibt ein internationales Hipster-Ranking. Welche Stadt ist am hipsterfreundlichen und wer ist in Deutschland auf Platz 1? Osnabrück. Und im internationalen Ranking, ich habe da nachgeguckt. International ist Berlin. Nein, da ist Osnabrück die erste deutsche Stadt, natürlich sehr klar, auf Platz 104 vor Liverpool und hinter Eindhoven. Cool. Echt? Da geht noch was, würde ich sagen. Ja, das Ranking wird ermittelt. Gut, dass du fragst, Franco. Ja, danke. Das Ranking wird ermittelt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ah. Ja. Die bilden sozusagen die Fragen ab. Wie viele Tätowierstudios hat eine Stadt? Wie viele Cafés? Wie viele vegane Restaurants? Aha. Wie viele Plattenläden? Okay. Und bilden da einen Quotient, wie viel pro 100.000 Einwohner das sind. Das ergibt die Platzierung. Die sind wahrscheinlich am Hase-Torbahnhof ausgestiegen und sind die Hasestraße runtergegangen. Und haben da die Plattenläden und Tattoo-Studios gezählt. Und die Menschen auf der Straße. Thank you.
10 Euro in die Kasse. Ja, das war ein Klassiker aus den 20er Jahren. Jeder kennt es, oder alle aus unserer Generation kennen es, aus Pulp Fiction vermutlich. Von Dick Dale, ein Surfhit aus den 60ern. Aber der Papa von Dick Dale kam aus Marokko, eingewandert in die USA. Man sieht wieder, Kultur lebt von der Vermischung. Und eigentlich ist es ein Hit aus den 20er Jahren, aus dem Nahen Osten. Mizir Lou, schönes Mädchen heißt das auf das Arabisch. Klopft. Ja? Es klopft. Hallo. Hallo. Und jedenfalls. Alles gut. Jedenfalls streiten die Griechen. Araber, Türken, wahrscheinlich auch alle möglichen anderen Leute, die da unten wohnen, dass das ein Song von ihnen sei. Zu Recht. Es ist aber in den 20er Jahren auf einmal ein Hit in all diesen Ländern geworden und niemand weiß, woher es kommt. Aber der Songtitel ist unbestreitbar arabisch. Und als Surfnummer ist das Ding einfach unschlagbar. Ja. Wir haben das jetzt eher im originalen Bellydance-Tempo gespielt. Aha. Vielleicht Tacken schneller. Interessant. Schneller geworden mit Sicherheit. Wusste ich noch nicht. Nächstes Mal kannst du ja einen Bellydance probieren. Franco, fände ich gar nicht schlecht. Wir brauchen sowieso. Ich weiß gar nicht, wie der geht. Müsste ich mir erst anhören. Mehr Action auf der Bühne. Aber ich kann nicht noch mehr Action machen. Seid ihr auch mal dran. Ah ja. So, wir haben noch ein drittes Stück für euch vorbereitet. Andreas ist leider entführt worden von einer Nachbarin. Ja. Hier in dem Proberaumhaus. Unter dem Vorwand, das WLAN-Passwort wissen zu wollen. Genau. Das muss ich mir merken, aber ich bin gar nicht drauf gekommen. Ja, gute Idee. Du kommst ja gar nicht mehr wieder. So, bist du wieder da? Wie ist das WLAN-Passwort? 3 6 9 5 8 minus, habe ich vergessen, nochmal so eine Zahlenkolonne. Vielleicht kannst du mir weiter mal weiterhelfen. Und jetzt? Jetzt haben wir uns überlegt, spielen wir ein Stück, das du bestimmt auch vergessen hast. Das war jetzt drin, Generator. Hahaha. Ha, ha. Fragen wir dich nicht persönlich. Ich wollte es nochmal sagen: Cäsar, ein altgedienter Osnabrücker Bassmann, ist jetzt gestorben. Ich habe früher mal, zweimal in einer Band mit ihm zusammen gespielt. Ganz plötzlich, vor wenigen Monaten, habe ich ihn nach längerer Zeit mal wieder getroffen und mich gut unterhalten in der großen Straße, und jetzt ist er tot. Kennt ihr den? Ja, Cäsar ist ja so eine Musiker-Ikone, sagt man bei solchen Menschen. Ne? Den kannte früher jeder. Für mich gehört er so zu der Generation Szene. Über mir, der Szene, mit der ich nie viel zu tun hatte. Ja. Zu der ich auch gehört. Genau. 25 Jahre hat es gedauert, bis ich endlich mit Franco zusammenspielen durfte. Also all meine anderen Lebensstile habe ich dafür aufgegeben. Ich musste mich hier richtig andienen. Meine Karriere. Andienen. Meine Familie hat ich musste Leute vorschieben, die mich empfohlen haben. Wer möchte doch so gerne? Okay. Ist klar, du bist halt der Typ, wenn man dem die kalte Schulter zeigt, dann kommt er. Das habe ich dann irgendwann kapiert. Als ich in der Kindheit zum ersten Mal mit meinen Eltern in Jugoslawien war,
Da haben wir irgendwo mit unserem VW-Käfer geparkt und das passte einem Polizisten dort nicht. Und wir kannten das nicht und der winkte dann so. Mhm. Und mein Vater dachte, wir sollten abhauen. Aber dort bedeutet das, wie so, ja, so, komm her. Ah, okay. Ja, gefährlich. So ist das mit den Zeichen. Das nennt man, glaube ich, heute interkulturelle Kompetenz. Die Inder machen ja auch sowas. Also es wird immer erzählt, die Inder schütteln den Kopf, wenn sie ja meinen. Das stimmt nicht. Das ist was anderes, was die dann machen. Das ist so eine Mischung aus Nicken und Schütteln. So. Und das heißt dann so, ja, vielleicht so. Ah ja. Aber du magst ja die Vietnamesen auch lieber als die Inder, ne? Ja, das ist ein bisschen entspannter, ja. Dazu gibt es übrigens ein tolles von Korb-Video. Ne? Andreas hat gefilmt und hat dann auch noch den Bass gespielt. Genau, in Hanoi spielt das. Genau, und wir haben das als Video auf unserer Seite auch irgendwo. Genau, und hier oben rechts in der Ecke findet ihr garantiert nicht den Link. Das wird keiner von uns machen. Sehr viel Arbeit. Habt ihr wohl noch was Wichtigeres zu tun als von Korb? Was kann es Wichtigeres geben? Jedenfalls, Cäsar Wilczek hat war sogar Doktor. Ein Doktor der, schlag mich tot, Soziologie oder so. Oder Musikwissenschaft? Er hat eine Studie über die MusikerInnen in Osnabrück gemacht. Damals waren es wohl hauptsächlich Musiker. Ja. Pop-Rock-Musiker in den 90ern. Hat die befragt. Ich glaube, in der Musikwissenschaft hat das damals noch niemanden interessiert. Ja, guck an. Ja. Und er natürlich vermutlich hunderte von Bassleuten, zukünftigen oder dann vollendeten Bassleuten gewesen, im Konservatorium. Ne? Und ist gerade in Rente, soweit ich weiß. Ja. Widmen wir ihm das Stück? Heute wenigstens. Ja, wir können ihm das Stück gerne widmen, auch wenn da bassmäßig viel Luft nach oben ist. Sag ich mal, von der Komplexität. Cäsar hat auch ganz viel Platz gelassen beim Spiel. Okay, na denn. Das Stück. Gerufen war nicht so sein Ding. Gerufen war nicht so sein Ding. Okay, aber jetzt bist du da. Des Tages ist in H-Moll. Heinz Moll. Das ist ein H. Thank you.
ist 21.30 Uhr. Das waren die Tagesthemen. Ich übergebe an Herrn Andreas Menke für das Wetter. Wetter, da gibt es nicht viel zu sagen. Nur eins, es wird heiß. Echt? Es wird echt heiß, ja. Also ich bin da mit dem Juli bislang sehr gut zufrieden. Ne? Schön kühl, schön ja. Regen, schön alles dabei und so. Ja. Aber jetzt wird es heiß. Also jetzt nicht sofort, aber so Freitag ist glaube ich der Höhepunkt, Samstag wird es dann schon wieder ein bisschen kühler. Ne? Okay. Stay hot. Stay hot on the sea. Yeah. Zwischendurch mal tiefen, aber am Schluss sehr schön. Bin mal gespannt auf den Sound. Ja, war nicht ganz so locker. Nee, ich war verkrampft. Aber ich fand, insgesamt waren wir schon ein bisschen anders locker jetzt so ein bisschen. Ja, insgesamt ja, aber ich dachte, letztes Mal waren wir noch besser drauf. So. Ja. Aber ist okay, es ist. Gucken, ob alles aus ist. Ja, ja, also ich war heute auch total, ich dachte den ganzen Tag, ich bin heute so wackelig drauf und schlecht gelaunt, irgendwie so traurig und das geht gar nicht. Und dann dachte ich, naja, andererseits, so ist das Profileben, da muss man auf die Bühne, egal wie man sich fühlt. Ja, aber ich glaube, so wenn wir so einen 2-Wochen-Rhythmus machen, das ist, glaube ich, für alle, für die Leute besser und für uns auch. Ja. Haben wir eine Woche, in der können wir einfach rumjunken. Ja. Und dann jedes Mal das ankündigen, oder? Und dann jedes Mal ankündigen, würde ich sagen. Das nächste Mal in 2 Wochen oder so. Ja, und ankündigen ist immer besser. Wobei, also kommende Woche, ja, das dann gerne mit ankündigen, weil vielleicht kriegen wir noch mehr Zuschauer dann. Kommende Woche habe ich Urlaub. Achso. Und Anne auch. Und ich kriege Besuch von Katze von Montag bis Mittwoch wahrscheinlich. Mhm. Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich kann ich dann proben. Also alles andere würde ich canceln. Außer proben. So gehört sich das. Aber wir können auch Donnerstag proben. Nee, da habe ich jetzt schon eine Probe. Achso, okay. Und da ist hier nebenan Lärm. Nein, die Frage ist, ob in der Woche überhaupt oder nicht. Wenn, dann eher am Mittwoch, später in der Woche gar nicht, weil überlegen, ob wir noch wegfahren. Aber wo könnte man noch hinfahren für 3-4 Tage? In Deutschland?